Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Wir sind jetzt beim zweiten Teil unseres Interviews mit Dr. Marisa Pamplona über die Objekt- und Restaurierungsforschung im Deutschen Museum. Im letzten Video haben wir ja schon viel erfahren über die allgemeinen Aufgaben der Abteilung und über die Arbeit im Rahmen der Zukunftsinitiative des Deutschen Museums. Heute erfahren die ZuschauerInnen ein bisschen mehr über spezifische Forschungsprojekte der Abteilung. Hallo Marisa. Hallo Claire. Eure Labors sind ja getrennt in ein Restaurierungsforschungslabor und in ein Chemielabor. Im Restaurierungsforschungslabor forscht ihr an ganzen Ausstellungsexponaten, wie du es im letzten Video schon erklärt hattest. Woran arbeitet ihr dann im Chemielabor? Aktuell arbeiten wir an einem Projekt, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, das auch Thema einer Dissertation an der Technischen Universität in München ist. Thema des Projektes ist die kalte Lagerung von 3D-Objekten aus Zellulosenitrat. Zellulosenitrat ist ein Material, das sehr schnell zersetzt. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Es besteht aus Zellulose, entweder von Holz oder Baumwolle, das mit Salpeter und Schwefelsäure bearbeitet wurde. Bei dem Zerfall geht die Reaktion fast umgekehrt. Also mit Wasser bedeutet Hydrolyse, werden die Nitrogruppen abgespalten, die wiederum diese Nitrosegrase mit Feuchtigkeit können Säure bilden, die sowohl das Exponat, aber auch andere Exponate in der Umgebung sehr stark angreifen können. Das sehen Sie genau in dem Bild, den wir Ihnen zeigen werden. In den Brillen, den Kern ist aus Metall und den Bügeln und die sind stark korrodiert, deswegen sieht man diese grüne Verfärbungen. Gibt es denn Möglichkeiten bei der Lagerung oder in der Ausstellung eben auch zu verhindern, dass das Zellulosenitrat hydrolysiert wird, also dass der Kunststoff sich zersetzt? Genau, also es gibt im Prinzip mehrere Wege, aber das eine wird schon umgesetzt, nämlich bei Archiven, die Filme aus Zellulosenitrat sehr kalt lagern, können sogar einfrieren. Wenn die Temperatur senkt, werden die Abbauprozesse chemischer Art verlangsamt. Das kennen wir von zu Hause. Wir tun unsere Lebensmittel in dem Kühlschrank oder in dem Gefrierfach, um den Lebensdauer auch zu erhöhen. Die Archive frieren schon auch Filme aus Zellulosenitrat ein. Bei 3D-Objekten ist genau die Frage, was könnte passieren. Wir haben bei 3D-Objekten stärkere Wände. Wir haben wiederum Geometrien, spitzförmig, kurzförmig. Wir haben aber auch Kompositwerkstoffen, bedeutet Metall und Kunststoff oder Holz und Zellulosenitrat. Und nämlich bei Mischmaterialien ist die Frage, wenn wir die Temperatur senken, was mechanisch und physikalisch auch passiert, nämlich weil diese Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben und deswegen auch Spannungen bzw. Deformationen stattfinden können. Daher im Projekt arbeiten wir mit unterschiedlichen Messverfahren. Das eine eher chemisch, um zu bewerten, dass die Kälte eher eine gute Wirkung hat. Beispiele sind, die Sie auch in den Bildern sehen können, Gelmperformationschromatographie. Mit dieser Methode können wir die Länge der Polymerkette bestimmen. Und mit der Alterung wird die Polymerkette kürzer werden. Also dann können wir sofort einen Effekt sehen. Wiederum mit dem Pyrolyse-Gaschromatograph-Massenspektrometer können wir Abbauprodukte bestimmen und mit der Alterung werden auch die Abbauprodukte mehr und auch anders werden. Das heißt, mit diesen sehr empfindlichen Methoden sind wir in der Lage, ganz feine Unterschiede zu erkennen und wiederum die Wirksamkeit von Behandlungen zu prüfen, wenn wir unbehandelte Probe gegenüber behandelte Proben untersuchen. Was wir noch machen werden in unserem Labor, ist die thermisch-mechanische Analyse in Anwendung bringen. Damit können wir genau Ausdehnungskoeffiziente untersuchen, auch in Abhängigkeit der Kälte. Und Ziel ist praktisch, dass wir einen Kompromiss zwischen Temperatursenkung, aber ohne mechanische Veränderungen zu entwickeln. Das heißt, systematisch könnte man eigentlich die Exponate kühlen bis zu einer gewissen Temperatur, um die chemischen Abbauprozesse zu verlangsamen. Ja. Wer entscheidet denn dann letztendlich und wovon hängt es ab,
welches Objekt letztlich gekühlt wird und welches eben nicht? Das ist eine sehr gute Frage, die im Prinzip schwierig zu beantworten ist und ein bisschen abhängig auch vom Museum sein kann. Wer im Prinzip dabei sein müsse, ist immer der Kurator oder die Kuratorin, die für die Sammlung verantwortlich ist. Ein Restaurator oder Restauratorin müsste auch dabei sein, weil die einfach von Materialkenntnis viel mehr Erfahrung haben. Das Ganze soll in ein Gespräch gemacht werden, auch niedergeschrieben werden. Und das wollen wir genau auch in den Guidelines. Also in unser Projekt ist ein letzter Schritt vorgesehen, dass wir Guidelines entwickeln, nicht nur für unser Museum, aber auch für anderen. Wie sollte man Kohl- bzw. Kaltlagen von 3D-Objekten aus Zellulosenitrat? B, wie soll man diese Entscheidung treffen und auch dokumentieren? Das heißt, ein großer Fokus eurer Arbeit liegt eben an der Forschung zu Plastik. Ja. Warum ausgerechnet Plastik? Aus zwei Hauptgründen. Das Deutsche Museum hat ca. 120.000 Objekte und davon 17.000 bestehen aus Kunststoffe oder haben Teil aus Kunststoff. Es heißt, für uns ist eine große Anzahl an Objekten mit Kunststoffen. Wiederum, Kunststoffen sind nicht gleich Kunststoffen. Es gibt unterschiedliche Arten. Ich hatte in dem vorherigen Video erzählt, bei der Radioforschung, dass wir mehrere Kunststoffe immer wieder im Markt hatten. Die haben unterschiedliche Gegebenheiten und auch Empfindlichkeiten. Und das ist genau mit dem zweiten Teil der Begründung verbunden, ist, dass dieses Forschungsgebiet relativ neu ist gegenüber anderen Forschungsgebieten, die länger etabliert sind, wie zum Beispiel Gemälde oder Gestein in der Architektur und Denkmalpflege. Daher forschen wir sowohl für uns im Haus, aber auch für die Welt mit anderen Museen zusammen und für die Notwendigkeit auch von anderen Museen. Deswegen ist auch unser Labor so toll ausgestattet worden. Wenn man sich jetzt mal die Forschung anschaut zu Kunststoffen außerhalb des Museums, dann geht es ja momentan eigentlich viel darum, die Bioabbaubarkeit des Plastiks eher zu erhöhen. Wie siehst du das aus Sicht deiner Arbeit? Ich würde vielleicht mit meiner Privatansicht erstmal starten. Ich finde es wunderbar, dass wir mit Ressourcen und der Umwelt besser umgehen können und auch andere Wege haben, weniger Umweltverschmutzung zu verursachen. Für uns natürlich im Museum wollen wir so lang die Objekte bewahren für nachkommende Generationen wie möglich. Es bedeutet sowas, ist eh alarmant. Aber ich gehe davon aus, dass Bioabbauprodukte einen großen Einsatz in Verpackung haben werden, vielleicht auch in Consumerprodukte. Wir haben Gott sei Dank in unserem Museum sehr viele Fachbereiche, wo auch hochwertige Materialien für hochwertige Einsatz gebraucht werden, wie Raumfahrt, Meeresforschung und Luftfahrt. Daher glaube ich, dass wir nicht nur alles aus biobaubaren Produkten haben werden, aber auch für uns, und nämlich im Bereich Forschung, bedeutet, wir müssen sehr aufmerksam bleiben, auch neue Kooperationen schließen, sodass wir auch mit solchen Materialien besser lernen, umzugehen. Wiederum, die Kuratoren haben eine sehr große Verantwortung zu belegen, was sie sammeln, weil wenn ein Objekt ins Museum geholt wird, haben wir die Verantwortung, ihn so lang wie möglich zu erhalten. Also noch eine Herausforderung für die Zukunft, für das Deutsche Museum. Wo wir gerade beim Thema Zukunft sind, denkst du, dass vollständige 3D-Scans oder auch eine Computertomographie eines Exponats in Zukunft das Exponat ersetzen kann? Also dass man es nicht unbedingt lagern und ausstellen muss, sondern dass man online zum Beispiel das einfach zugänglich machen könnte? Ersetzen nicht. Es ist auf jeden Fall eine neue Dimension, die uns entweder von der Form oder Oberflächegegebenheit oder sogar von dem Inneren sehr viel Informationen und Perspektiven geben kann, auch neue Eindrücke geben kann. Es ist sogar noch besser, dass es alles zerstörungsfrei läuft und nämlich auch, dass die Zugänglichkeit ermöglicht, dass man vielleicht von zu Hause eine Datenbank sucht und plötzlich viel lernt oder sogar damit neue Forschungsfragen beantwortet. Also es ist eine Bereicherung von Information. Diese neuen Informationen ersetzen leider nicht das Original, weil das Original an sich immer eine Menge Potenzial an unterschiedliche Werte hat, ob es wirtschaftlich, geschichtlich, wie es gemacht wurde oder sogar materiell. Bedeutet das auch da, denke ich nicht, dass es ersetzt, sondern ein Komplement ist. Das heißt, das Deutsche Museum wird uns in deiner jetzigen Form auch noch eine Weile erhalten bleiben. Ja. Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt im zweiten Gespräch alles gehört haben. Plastik ist also in sehr vielen Objekten enthalten, die das Deutsche Museum besitzt.
Und es ist ganz wichtig, eben bei diesen Exponaten die Zersetzungsprozesse besser zu verstehen, die in den verschiedenen Plastiksorten ablaufen. Und wenn man versteht, wie die Zersetzung funktioniert, kann man die Lagerungs- und auch die Ausstellungsmöglichkeiten optimieren, um das Objekt länger in einem besseren Zustand erhalten zu können, zum Beispiel eben durch Kühlung. Mhm. Marisa, vielen Dank für das wieder sehr anregende Gespräch. Vielen Dank auch. Liebe ZuschauerInnen, wir hoffen, dass Sie auch heute wieder für Sie Neues und Interessantes erfahren haben. In den kommenden Folgen unserer Reihe werden wir mit anderen ExpertInnen des Deutschen Museums noch über weitere Forschungsprojekte des Museums sprechen. Wir hoffen, dass wir Sie dann auch wieder hier begrüßen können. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.